Core Gaming Production. Hey you guys, willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir sind hier im Reaktor, haben die Bombe gelegt und ja, jetzt müssen wir ganz schnell entkommen. Vorher rüsten wir aber Barrett die neue Waffe aus, hat ja 3 Angriff mehr, 1 Angriffsprozent mehr. Wird schon flumpen. Da wird er, glaube ich, ganz dankbar für sein. Ich bin heute wieder sehr hüsterig. Ja, dann müssen wir Gas geben. 10 Minuten Zeit haben wir, um zu entkommen. Wie wir sehen, 1 Minute habe ich vergeudet, weil ich hier ja die Folge wenden musste und so. Aber ist mehr als genug Zeit, dass wir hier lebend rauskommen. Easy. Und man sieht, die Zeit läuft auch in den Kämpfen weiter. Ja, mach den mal weg hier. Und du machst mal eben Blitzi-Blitzi. Geben wir mal ruhig jetzt ein bisschen was aus. Doppelt Maschinengewehr. Mal gucken, vielleicht sehen wir jetzt sogar Barretts Limit. Strahlenpistole! Zack. Bam. Nochmal mit dem Blitz hinterher, dann dürfte der auch erledigt sein. 196, gib ihm böse, Junge. So, Zufallskämpfe sind jetzt nicht allzu häufig, wenn ich mich richtig erinnere. 600 Gilboard, leck mich. Ja, aber wie gesagt, ich bin da, was das angeht, sehr, sehr geizig mit den Gil und so. Deswegen bin ich auch so ein Mensch, ich fliehe ungern aus Kämpfen, weil es für mich sonst verschwendete Zeit ist. So, hier können wir auch noch was machen, was wir auch tun sollten. Die gute Jessie davon, die steckt nämlich fest. Cloud, bist du okay? Mein Bein steckt fest. So, zack. Danke. So, wir haben Jessie gerettet. Das gibt nämlich später einen Bonusgegenstand, deswegen sollte man das unbedingt machen. Hallo? Ja, doch. So, wie wir sehen, wir sind ja jetzt quasi schon fast draußen, ne? Und wir haben jetzt noch 7 Minuten Zeit. Also es ist mehr als genug Zeit. Ihr müsst euch hier nicht wild machen. Nein, das war falsch. Ihr müsst euch hier nicht wild machen. Oder euch Sorgen machen, dass ihr hier aufgrund der Kämpfe nicht rechtzeitig rauskommt. Das ist schon mal alles so geplant, dass das easy peasy funktioniert. Ne? Fast. Wenn er jetzt noch einen Angriff abbekommt, der gute Barrett, dann sehen wir seine Ekstase, sein Limit. Ich kann mir nicht abgewöhnen, das Ekstase zu nennen. Ach, scheiße. Jetzt habe ich ihm schon den Befehl. Ja, okay. Ja, okay, hat eh nicht ganz gereicht. Die Limits sollte man immer einsetzen, denn beziehungsweise man hat ja eh keine Wahl. Aber die Charaktere lernen hier neue Limits, zumindest in derselben Stufe, kommen wir auch später noch zu, lernen sie dadurch, dass man die Limits anwendet. So, Aufzug einschalten, zack, und schon sind wir wieder auf dem Weg nach oben. Und dann sind wir jetzt gleich schon beim Zug. So fix kann's gehen. Oh, da habe ich wieder ein bisschen Zeit verplempert, egal. Rot entziffert. Rot entziffert. Oh, die ohne Scheiß, ne? Ich weiß nicht, was. Also, damals, auch wenn die wirklich sehr begrenzte Mittel hatten, ne? So musiktechnisch die Sachen von früher, die sind einfach so mega, ne? Ich meine, wir haben heute auch noch gute Soundtracks. Barrett wechselt ins Limit. Sehr gut. Und natürlich, wenn der Charakter im Limit ist, sehen wir dann, geht er auch schneller voll. Machtschlag. Und er wird nochmal bevorzugt, denn eigentlich wäre Cloud jetzt dran gewesen. Bäm, Junge, 142. So, natürlich, für die Leute, die sich eventuell für das Remake und so weiter interessieren.
Es wird hier Sachen geben, die ihr natürlich gespoilert bekommt durch dieses Spiel. Aber es wird eben auch jede Menge Sachen geben, die eben nicht gespoilert werden. Denn, das muss man dazu sagen, bei dem Remake haben sie jetzt einige Sachen halt ausgebaut. So ein paar Nebenstränge. Ich habe schon mitgekriegt, zum Beispiel mit Jesse hier, hat man wohl ein paar Nebenstränge, die in diesem Spiel hier nicht erzählt werden. Also man baut die Story ein bisschen aus. Ne? Und ja, deswegen, haupthandlungstechnisch werdet ihr sicherlich gespoilert, wenn ihr das hier guckt. Das sollte den Planeten am Laufen halten, zumindest für eine kleine Weile. Ja. Okay, alle zurück. Haupthandlungstechnisch werdet ihr auf jeden Fall gespoilert. Ist vielleicht für die Leute interessant, die gerne wissen wollen, wie es weitergeht. Ja. Final Fantasy VII Remake werde ich mir auch noch holen. Allerdings erst, wenn das wirklich komplett erschienen ist und man das als Bundle holen kann. Denn für mich sind diese Cliffhanger immer sehr, sehr schlimm. Vor allem, weil ich ja auch weiß, wie die Story weitergeht. Okay, lasst uns von hier verschwinden. Treffpunkt an der Station in Sektor 8. Trennt euch und steigt in den Zug ein. Hey. Es geht um dein Geld. Spar es dir auf, bis wir wieder im Versteck sind. Oh, da ist Barrett auch schon wieder weg. Okay, ja, wir sind geheilt. Das ist schon mal eine ganz gute Sache. Limit haben wir jetzt hier drin. Da sieht man Ebene 1 Mutangriff und all. Man hat halt verschiedene Ebenen, die man sich erstmal freischalten muss, klar. Ebene 4 hat, glaube ich, nur eine. Ich bin da jetzt aber nicht ganz sicher. Und ja, auf jeden Fall kann man nachher hier zwischen hin und her schalten, halt wenn man oft genug den Limit genutzt hat. Ja, deswegen, ja. Verpieseln wir uns jetzt hier. Ah, die junge Dame aus dem Intro. Entschuldigung. Was ist passiert? Du verschwindest besser von hier. Wirklich? Ich weiß nicht, was los ist. Also in Ordnung. So, warte mal. Wir können uns, wie gesagt, hier anzeigen lassen, wo wir raus können. Sieht man, also es ist teilweise bei den Dingern hier ein bisschen unübersichtlich und deswegen ist es doch ganz gut, dass man sich das anzeigen lassen kann. Na, mit denen können wir jetzt hier nicht alle reden. Wow, was war das? Wir düsen mal hier durch. Können wir mit dem hier? Was zum Teufel geht hier vor? Ja, das, what the fuck, Junge? So, was ist das hier? Ein, Tränkchen. Das nehmen wir natürlich mit. Was geht mit dir? Ich frag mich, was da drüben an der Wand ist. Lass mal sehen. Lass dich von der Shinra nicht zum Narren halten. Die Mako-Energie hält nicht ewig vor. Mako ist die Lebensquelle des Planeten. Das Ende ist in Sicht. Die Beschützer des Planeten. Avalanche. Auch jetzt die Mucke wieder. Boah, Alter. Wie geil, bitte. Hey, du da. Bekämpfen. Wir bekämpfen grundsätzlich, denn jeder Kampf, den wir machen, ist zusätzliches Geld und Geld können wir immer gebrauchen. Und vor allem, weil wir voll Leben haben, da können wir uns das auch leisten, weißt du. Da können wir ruhig mal hier ein bisschen Gas geben, weißt du. Oh, geil, wir haben gleich ein Limit. Oder auch nicht. Wir haben kein Limit. Vergesst, was ich gesagt habe. Ah, vielleicht im Kampf danach. Ja, Final Fantasy VII hat ja aufgrund eines gewissen Ereignisses im Spiel bei vielen Rollenspielern wie mir einen gewissen Stellenwert. Wenn dieses Ereignis eingetreten ist, werden wir da ein bisschen genauer drüber reden. Wie gesagt, ich will da nicht so viel spoilern. Ich kann nur sagen, hier drin trifft ein Ereignis ein. Und durch dieses Ereignis ist dieses Spiel für die Rollenspieler wie mich, was zum, ist das natürlich wirklich was Besonderes aufgrund dieses Ereignisses. Ich werde das dann auch ein bisschen versuchen zu erklären, warum. Aber wie gesagt, dann erst an der jeweiligen Stelle, weil ich eben nicht spoilern möchte. Bäm. So,
So, man muss natürlich sagen, auch das Kampfsystem damals eigentlich sehr einfach gestrickt. Aber ich muss sagen, ja, es ist definitiv ein gutes Kampfsystem. Es fühlt sich für mich sehr rund an. Ne? Wer mein Let's Play zu Final Fantasy 13 gesehen hat, da war ich ja doch sehr hart am Meckern über die Mechaniken. Am Anfang waren sie noch recht gut und nachher ging das dann in eine endlose Meckerei aus. Aber auch einfach, weil das Kampfsystem an gewissen Stellen einfach zu unrund gewirkt hat. Problem habe ich hier nicht. Das Kampfsystem wirkt für mich sehr rund. Ja, also es macht durchaus Spaß zu spielen. Da ist er! Bekämpfen. Wir müssten das übrigens nicht machen, aber wie gesagt, ich mache das halt, um ein bisschen Bonuskohle zu sammeln. Und natürlich auch Erfahrung. So, wir greifen erstmal die Buben an, denn wir haben ja festgestellt, der da von der anderen Seite angreift, der macht uns nur halben Schaden. Oder auch nicht. Ach nee, das ist, weil er uns in den Rücken schießt. Ne? Solange wie sie uns in den Rücken schießen, machen sie mehr Schaden. Ich erinnere mich. Dann machen wir jetzt erst den weg. Wobei, einen Schuss in den Rücken kriegen wir jetzt sowieso. Der hat richtig wehgetan. Da. Easy. Oh, fast ein Level up. Nice. 30 Gil nochmal. Wir haben jetzt fast 750 Gil. Das finde ich schon mal nicht gerade schlecht. So, wir sind umzingelt. Weiter kommst du nicht. Ich habe nicht die Zeit, sie mit euch zu verschwenden. Genug geschwätzt. Greift ihn. Tschüss. Ja, ganz stylisch über den Zug entkommen, weißt du. Mission Impossible mäßig. Und jetzt stehen die Wachen da oben und sagen, aber ich dachte, er kann nicht entkommen. Cloud ist nicht gekommen. Ja, habt ihr euch Geld gespart. Ist doch auch was Tolles. Cloud, ob er getötet wurde? Niemals. Cloud. Sag mal, meinst du, Cloud ist bis zum Ende für Avalanche kämpfen? Es ist hier wieder so ein typischer Übersetzungsfehler. Er meint natürlich, ob Cloud bis zum Ende für Avalanche kämpfen würde. Wie zum Teufel soll ich das wissen? Sehe ich aus wie ein Gedankenleser? Wenn ihr nicht alle so ausgeflippt wärt. Hey Barrett, was ist mit deinem Geld? Ah, nichts, Entschuldigung. Hallo. Hi. Cloud. Ich bin wohl etwas spät dran. Verdammt richtig, du kommst spät. Läufst hier an und machst eine große Szene. Ist doch nichts dabei, mach ich doch immer so. Mist. Alle haben sich Sorgen um dich gemacht. Du scherst dich um niemanden als dich selbst. Du hast dich um mich gesorgt? Was? Das ziehe ich dir von deinem Geld ab, du Heißsporn. Aufwachen. Es geht los, folgt mir. Ja, mit Aufwachen meint er natürlich, da haben sie, glaube ich, das Get Up, haben sie damals dann übersetzt, von wegen mit Aufwachen. Und natürlich meint er, los Leute, aufstehen, es geht los. Hey Cloud, du warst echt toll. Cloud, nächstes Mal machen wir es noch besser. Vorsichtig, ich schließe das. Oh, Cloud, dein Gesicht ist total schwarz. So, das wär's. Danke, dass du mir beim Reaktor geholfen hast. Kein Problem. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Jesse jetzt noch dabei wäre, wenn wir das nicht gemacht hätten. Das weiß ich gar nicht, weil ich das eigentlich jedes Mal mache. Ich glaube auch, dass wir dafür noch irgendwas bekommen.
Letzter Zug aus Sektor 8, Endstation Sektor 7. Depot erwartete Ankunft 12.23 Uhr, Midgard-Zeit. Ja, der 2 Meter Hühne macht natürlich Eindruck, ne? Deswegen kriegen wir jetzt gleich das ganze Zugabteil für uns alleine hier. Deswegen hasse ich den letzten Zug. Oh Mann. Ja, wir sehen wohl sehr berüchtigt aus, ja. So, dass die Leute sich denken, mit denen wollen wir nicht im Zug sein. Hast du die Schlagzeile im Shinra-Tagesanzeiger gesehen? Die Terroristen, die Reaktor 1 gesprengt haben, kommen irgendwo aus den Slums. Ein Reaktor in die Luft gejagt. Da haben die sich ganz schön was ausgedacht. Sie müssen einen ziemlich berechnenden Anführer haben, was sie wohl als nächstes anstellen. I don't know. Okay, warte, das hatten wir. Ich dachte eigentlich, ich hätte den da hinten angesprochen. Hab ich aber nicht. Oh, jetzt aber. Hi. Das ist mein Zuhause. Macht's euch gemütlich. Hör auf mit dem kindischen Zeug. Setz dich hin und halt den Mund. Okay, das ist Imchen hier mit der Schlagzeile. Hallo. Ruhig bleiben. Ja, ja, ist gut. Scheinbar ist der Zug noch nicht auf Sicherheitsmodus umgeschaltet. Das wird sich morgen sicher ändern. Eines Tages wird Avalanche berühmt und ich auch. Nein, ich will mit Jesse reden. Glaubst du nicht auch, dass ich eine große Zukunft vor mir habe? Ich würde mich da nicht drauf verlassen. Oh Mann, das ist ganz schön gewagt, Cloud. Meinst du wirklich, daraus wird nichts? Hey Cloud, willst du dir das mit ansehen? Es ist eine Karte des Schienennetzes von Midgar. Wir können es uns mal anschauen. Ich werde es dir erklären. Ich mag solches Zeug. Bomben und Monitore. Weißt du, so abgefahrenes Zeug. Ja, also Jesse hört sich wie eine Dame an, die sehr abenteuerlustig ist. Okay, es fängt gleich an. Das ist ein exaktes Modell der Stadt Midgar. Der Maßstab ist 1 zu 10.000. Die obere Ebene ist etwa 50 Meter über dem Boden. Im Zentrum der Ebene befindet sich der Hauptträger jedes Sektors. Der Hauptträger. Jeder Sektor verfügt über weitere Träger. Aha, okay. Psst, flüster, flüster. Reaktor 1, den wir in die Luft gejagt haben, war im Nordsektor. Hier sind Reaktor 2 und 3 und alle anderen bis zu Nummer 8. Die 8 Reaktoren versorgen Midgar mit Strom. Jeder Stadtteil hatte einen eigenen Namen, aber niemand in Midgar erinnert sich daran. Stattdessen gibt es jetzt nur noch durchnummerierte Sektoren, soweit ist es gekommen. Puh, jetzt hierzu, schau. Das ist der Streckenplan dieses Zuges. Die Strecke führt spiralförmig um den Hauptträger herum. Wir müssen demnächst zum Zentrum kommen. An jeder Kontrollstelle befindet sich ein Identitätssensor. Dieser ist an die zentrale Datenbank im Shinra-Hauptquartier angeschlossen und kann Identität und Hintergrund eines jeden Passagiers überprüfen. Also totale Überwachung. Flüster, flüster. Jeder sieht uns an, dass wir verdächtig sind. Deshalb haben wir gefälschte Ausweise. Wenn man vom Teufel spricht, die Lampe bedeutet, dass wir im Ausweiskontrollbereich sind. Flüster, wenn die Lichter ausgehen, weiß man nie, was für Gestalten rauskommen. Egal, wir sind sowieso fast schon oben. Was für eine Erleichterung. Schau, du kannst jetzt die Oberfläche sehen. In dieser Stadt gibt's keine Tage und Nächte. Wenn der Planet nicht wäre, könnten wir den Himmel sehen. Die Platte nicht wäre, Entschuldigung. Eine schwimmende Stadt, ganz schön instabile Gegend. Hä? Hätte nie gedacht, dass du mal sowas sagst. Du bist halt immer für eine Überraschung gut. Die Welt da oben, eine Stadt auf einer Platte. Und wegen dieser Pizza müssen die Leute unten drunter leiden. Ja, so typische Zweiklassengesellschaft. Und die Luft in der Stadt unten ist völlig verschmutzt. Und außerdem verbraucht der Reaktor sämtliche Energie.
Und warum ziehen dann nicht alle auf die Platte? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil sie kein Geld haben. Oder vielleicht, weil sie ihr Land lieben, egal wie verdreckt es ist. Ich weiß, keiner lebt in den Slums, weil er es so will. Es ist wie mit diesem Zug, der kann auch nur dahin fahren, wo die Gleise hinführen. Oh, tiefsinnig. Cloud, Philosoph, 2020. So, wir sehen, es gibt mehrere Wege. Hey, kommt hier rüber. Ja, alle. Okay, dann habe ich keine Wahl. Die Mission war ein Erfolg. Ihr dürft euch jetzt aber nicht auf euren Lorbeeren ausruhen. Der schwierige Tag kommt erst noch. Lasst euch nicht von der Explosion einschüchtern. Die nächste fällt noch viel größer aus. Wir treffen uns dann im Versteck. Weg hier. So, wir gehen mal ruhig alle Wege entlang. Da, wo wir nicht lang gehen können, da können wir jetzt gleich auch nicht weitergehen. Hey. Da, Fuck, Junge. Na, guck, so wie hier zum Beispiel. Also, das ist eine Dead End, ne? Hier kommen wir auch nicht runter. Gehen wir mal noch hier lang. Wie gesagt, da wo wir nicht weiter können, da können wir dann auch nicht weiter. Ich glaube, hier ist auch nichts. Oder? Nö, ich glaube nicht. Hier können wir hochgehen. Aber ich glaube, das wird später wichtig, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wir können Kämpfskill mitnehmen und ihr wisst, da sage ich niemals nein. Ach, zwei Panthers. Ja, natürlich, im Moment sind alle so ein bisschen One-Hit. Ja, ich hatte ja schon gesagt, exzessive Trainingsmission hatte ich ja schon gesagt, oder exzessives Training wird nicht hier im Video passieren. Das mache ich dann im Stream. Nutze ich halt so ein bisschen die Streamzeit, da könnt ihr dann auch mit mir ein bisschen quatschen. Also nur schon mal als Vorwarnung, eventuell werdet ihr irgendwann so ein bisschen Final Fantasy 7 im Stream haben, was nicht gehighlightet wird. Ja, auf jeden Fall, da müssen wir später hin. Hier können wir jetzt noch nichts machen. Dann gehen wir wieder. Ja, weil ich weiß natürlich auch, um exzessives Training werden wir nicht drumherum kommen. Wenn es irgendwelche Kniffe gibt mit Training und so weiter, werde ich die natürlich hier dann erwähnen. Sprich, ich werde dann sagen, dass ich dann jetzt hier an dieser Stelle bla bla so ein bisschen trainieren werde. Eben weil es sich anbietet, ne? Und dann ist das gut. So. Da bin ich, da komme ich her. Hier oben ist ein Speicherkristall. Mit ihm hier können wir ja mal reden. Jetzt aber. Was um Gottes Willen machst du da? Einfach rausstoßen. Herr im Himmel. Rausstoßen, wahrscheinlich meint er ihn überraschen. Du kommst auch, um es dir anzusehen. Es hat Detonation gegeben da oben. Wenn die Säule einstürzt, bleibt von den Leuten in den Slums nicht mehr viel übrig. Naja, es hat keinen Sinn, sich Gedanken darüber zu machen. Ja, doch, ich finde schon. Hey, schau, das ist gigantisch. Ja, in der Tat. Ja, aber so möchte man natürlich auch nicht leben, mit so einer Platte über dem Kopf, weißt du, wenn da was passiert. Und ich meine, das sind immer nur Frage von Zeit, ja, bis sowas dann passiert. Und der das Ding dann auf die Rübe schlägt, ne? Also der brauchst auch nicht mehr anfangen wegzulaufen, ne? Also... Wenn der runterkommt, dann ist vorbei, ne? Der ist platt. Bisse weg.
Finde ich auch sehr geil, weißt du, dass sie nur einen Stützpfeiler da haben. Also ist von dem Sicherheitsstandard her, finde ich das nicht gewährleistet. Was für ein merkwürdiger und schöner Ort. Gehört mir, aber du kannst herkommen, wenn du möchtest. Mach's gut. Hey Cloud, hier rüber, sofort. Beruhigen Sie sich zunächst, junger Mann. Ich will erstmal speichern. Kommen wir denn da sonst hin? So. Ich muss natürlich auch sagen, dass eventuell teilweise die Parts auch ein bisschen kürzer ausfallen werden, je nachdem, ob wir die Möglichkeit haben zu speichern oder eben nicht. Ach, da sind Wachen, da können wir nicht durch, also. Die sind natürlich jetzt gerade in Alarmbereitschaft, ne? Er ballert da erstmal in der Kneipe rum. Was ein Typ, Alter. Hast du gehört? Nein, was denn? Es gibt Neuigkeiten. Es soll eine Explosion gegeben haben. Oben. Die Terroristen sollen es gewesen sein. Und diesmal war es angeblich ein Mako-Reaktor. Weißt du, was das bedeutet? Nein, was? Weißt du, ich stehe über solchen Dingen und wenn du mich fragst, wenn sie Midgar den Strom abstellen, dann sind seine ganzen Computer und Signale zu nichts mehr zu gebrauchen. Der finanzielle Schaden dürfte in die Milliarden gehen. Und das ist längst nicht alles. Eine Menge unschuldiger Leute sind auch umgekommen. Wenn die Explosion wenigstens in der Nacht passiert wäre, das wäre was anderes gewesen. Wenigstens wären sie dann im Schlaf gestorben. Ah, okay. Also hier muss man ganz klar sagen, ne, Explosion, Explosion, oh Mann, Avalanche ist einfach genial. Ja, ich weiß nicht, ne? So von wegen hier Leute umbringen und so. Ich weiß nicht, ob das so Knorke ist, weißt du? Oh mein Gott, was ist nur los heute Nacht? Mir kam dieser lange Stromausfall gleich spanisch vor. Das heißt, sie haben oben wieder einen Mako-Reaktor zerstört. Wieder? Passiert das des Öfteren? Ich habe hier nur so da gesessen, allein ein bisschen getrunken, Nachrichten geguckt. Plötzlich flieg ich... Mir nichts, dir nichts, raus aus dem Scheißladen. Was soll das? Gute Güte, ich bin schwer angeschlagen. Es geht doch nichts über diese selbstgemachten Cocktails, aber die setzen einen ganz schön zu. Ja, Prost Mahlzeit, ne? So, wir gehen erstmal hier rein. Möchte nämlich hier ein bisschen was gucken. Was hast du da hinten für Probleme, Alter? So, das hier ist nämlich ein Laden. Ich will nämlich noch einkaufen gehen, bevor wir jetzt weitermachen. Hey, einen Augenblick mal. Du kannst hier nicht rausgehen, ohne was zu kaufen. Das könnte sich als sehr ungesund erweisen, wenn du weißt, was ich meine. Drohst du mir etwa? So, wir kaufen natürlich ein. So, pass auf, was ich auf jeden Fall haben will. Ist drei von den Eisenreifen. Das Sturmgewehr haben wir ja schon. Granaten will ich nicht. Kann ich was verkaufen? Ja, die Gatling kann ich nicht verkaufen. Schade. Okay. So, dann rüsten wir mal eben aus. Der Bronzereif gegen den Eisenreif. Verteidigung wird von 8 auf 10 angehoben, zudem die Zauberverteidigung ebenso. Sehr gut. Ist jetzt nicht das Beste, aber wir müssen nicht jedes Upgrade mitnehmen. Bist ein ausgetrockneter Alter. Müde? Warum ruhst du dich nicht oben in der zweiten Stock ein wenig aus? Okay, nur eine Bedingung. Du musst mir ein bisschen Geld geben. Komm, hier hast du ihn, Gil. Verflucht, vergiss es einfach. Ja, der hat uns natürlich probiert, um einen Tisch zu ziehen. Ne? So, wenn ich mich richtig erinnere, ist hier oben der Materialaden drin. Wow, wow. Wer zum Teufel bist du? Kein Zutritt für Unbefugte. Weil heute ein besonderer Tag ist, will ich dir eine ganz tolle Neuigkeit verraten. Du musst sie aber für dich behalten. Weißt du, was passiert ist? Was, schon wieder? Wahrscheinlich hängt es dir zum Hals raus, aber hier hat es schon lange keine wirkliche Neuigkeit mehr gegeben. Du machst dir Sorgen darüber, wohin das alles führt, stimmt's? Okay, dann war das doch nicht der Materialaden. Ah, genau, warte. Hier musste man hoch. Dann kann man zum Materia laden. Das machen wir auf jeden Fall noch in dieser Episode. Da will ich noch ein bisschen gucken.
Das hier ist ein Slum, also glaube nicht, dass du kannst umsonst hier wohnen. Was hast du vor? Bist du nicht müde? Wenn du das Bett siehst? Komm nicht, hier hast du 10 Gil. Zäher Bursche, man sollte sich keine Gelegenheit zum Schlaf entgehen lassen. Man sollte keine Gelegenheit zum Sparen entgehen lassen. Ein zäher Bursche weiß das. Denk dran, alter Junge. Ja, wenn wir uns jetzt nämlich hingelegt hätten, dann hätte der uns Kohle geklaut, die blöde Sau. Weil wir ihm keine 10 Gil gegeben haben. Okay, dann ist das hier doch nicht der Materialladen. Ich weiß gar nicht mehr, wo der scheiß Materialladen hier ist. Sag mal, könntet ihr mal bitte aufhören, da ihr Remi Demi zu machen, oder was? Was ist hier los? Hey, was? Du da? Wer mich anspricht, kann nur ein Neuling sein. Haarscharf erkannt. Na und, jeder fängt mal klein an. Spiel dich nicht so auf, du Amateur, weil ich so ein mitfühlender Mensch bin. Weihe ich dich in alles ein. Komm morgen wieder her, ich habe ein paar Sachen zu erledigen. Okay. Guti, bevor wir jetzt aber in die Kneipe gehen... Oh, warte, ist das der Materialladen? Wir haben heute geschlossen, komm morgen wieder. Okay, ja, bevor wir jetzt in die Kneipe gehen, sage ich an dieser Stelle zu euch, see you guys, und schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 7. Hey, you guys, hat's euch gefallen? Gut, nun gibt's ein paar Regeln, denen ihr folgen müsst. Regel 1, das Video wird nicht geteilt. Regel 2, das Video wird nicht geteilt. Regel 3, lass ein Däumchen da. Regel 4, wenn du dich mitteilen willst, kommentiere. Regel 5, wer neu ist auf dem Kanal, sollte abonnieren. Denn wir sind das, was nötig ist. Wir sind das, was du brauchst. Wir sind Core Gamer Production.